So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar, ja, heute mal ein bisschen eine andere Location mal wieder. Also wir sind jetzt mal wieder in meiner Garage hier. Und wie ihr seht, ist das alles ein bisschen, ja, unordentlich mittlerweile. Also wir haben jetzt 3 Radwechsel hier gehabt, oder mittlerweile 4, aber 3 Sätze Räder sind hier geblieben. Ich habe die Heckklappe abgeholt, habe hier noch Licht rumliegen vom Film so ein bisschen. Hier liegt was rum, da liegt was rum, da steht ein Grill rum. Der MX-5 steht hier rum, der auch mal so langsam weitergemacht werden müsste. Und ja, aber es wird jetzt weitergehen. Wird zwar jetzt natürlich ein bisschen kalt, aber muss ich halt einfach nur wärmer anziehen, dann passt das schon. Wird nämlich so sein, ich werde jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, sodass er hier wieder vernünftig durchlaufen kann alles. Jetzt habe ich natürlich meine Leiter zu Hause vergessen, weil ich wollte eigentlich die Räder ins Hochregal schmeißen. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Oder ob ich die erstmal da vorne hinstelle, damit ich hier den Bereich frei habe. Weiß ich noch nicht so ganz. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall muss hier ein bisschen Platz geschafft werden. Ich möchte den MX-5 nämlich auf Böcke stellen. Das heißt, ich werde den jetzt erstmal gleich versuchen, irgendwie gerade zu stellen. Dann den Grill irgendwie so weit wie möglich nach vorne schieben, dass man dann halt um den MX-5 rum arbeiten kann. Denn das wird die nächsten Videos ja prägnant mitgestalten. Dieses Fahrzeug hier, denn der muss jetzt so irgendwann mal fertig werden. Da muss der Kopf zusammengebaut werden, also der Motor dann im Gesamten wieder zusammengebaut werden. Da sind noch ein paar Anbauteile, die müssen noch dran. Dann muss das ganze Ding ja so langsam mal lackierfertig werden, dass wir den dann auch mal durch die Lackierkabine schieben können. Ja, so dass man dieses Fahrzeug einfach bewegen kann, dass der auch mal raus kann, wenn man hier mal was drin machen kann, weil der blockiert einfach gerade nur den Platz in dem Zustand, sage ich jetzt mal. Da ist kein Hardtop drauf, nichts, und ich kann jetzt nicht auch mal 2-3 Tage draußen stehen lassen, weil regnet es mir alles voll in dem Fall. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Mit der Plane habe ich das auch schon mal versucht, die ist mir dann irgendwann weggeflogen und dann hat es auch trotzdem komplett reingeregnet. Der Wagen ist mittlerweile wieder zum Glück trocken, das ist schon mal gut. Ja, und dann geht es weiter. Kleine Aussicht, was habe ich hier? Ich habe hier so ein Ding, um Scheibenwischer zu schneiden, das werde ich bei meinem 5er mal probieren, weil der schmiert ganz doll beim Fahren und ja, das war so ein Spontankauf im Baumarkt halt. Werde ich auf jeden Fall mal probieren und ich werde den Gasphasenfilter ersetzen von der Gasanlage. Das kriege ich aber auch erst hin, wenn ich hier ein bisschen Platz habe. Deswegen muss ich auch gucken, ob ich das Video heute noch drehe. Ob ich das gleich direkt mitdrehe, ich weiß es noch nicht. Müssen wir jetzt mal schauen. Auf jeden Fall, MX-5 hat jetzt in nächster Zeit ein bisschen Priorität, was das angeht. Das heißt, da werden wir jetzt über kurz oder lang halt ein paar Sachen noch machen. Im Bereich Bremse, die muss mal entlüftet werden. Die Bremse komplett rundherum ist neu. Da kommen aber Stahlflex-Schläuche noch rein. Eventuell lackiere ich die Bremssättel noch, das muss ich mir noch überlegen. Ja, und dann, keine Ahnung, soweit, dass er halt fahrbereit ist. Ich habe jetzt natürlich noch gar keine Technik drin. Das heißt, Radio etc. ist alles ausgebaut, Lüftung, Gebläse etc. kommt auch alles nicht mehr rein in das Fahrzeug. Da werde ich mir irgendwie was anderes überlegen müssen, dass ich zumindest ja, irgendwie so eine elektrische Heiz, so ein elektrisches Heizgebläse oder so da einbaue, das dann über den Defroster durchkommt, damit ich wenigstens die Scheibe ja, belüften kann, weil ich glaube, dann das ist auch relevant für den TÜV, dass man eine Lüftung hat, die Scheibe defrostet. Ja, und sonst nichts. Also ich will sonst keine Lüftung haben. Das ist ein Sommerfahrzeug, das wird auch eigentlich dann im Sommer nur gefahren. Deswegen kriegen auch die Lüftungsdüsen keine Ausströmer mehr. Brauche ich nicht. Ja, Sitze, also die Innenausstattung, die wird aber auch so bleiben, wie sie ist. Die ist in einem guten Zustand. Ich habe ja nur ein Ride HP Sportlenkrad eingebaut und ein Sparco Schaltknopf. Eventuell werde ich ja noch eine Schaltwegsverkürzung einbauen. Da muss ich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie mal an sowas drankomme, mit einer vernünftigen Qualität auch. Und ja, dann geht es weiter. Hier sieht man, da ist
diese Verdeckschiene, die ist natürlich weg aktuell, weil das ganze Fahrzeug ja soweit schon grundiert wurde. Eventuell muss noch ein bisschen was nachgrundiert werden, das kann sein. Speziell hier der Spoiler, den Spoiler habe ich ja hier komplett anlaminiert. Der ist komplett angeklebt und anlaminiert. Also das ist, also stabiler geht es glaube ich gar nicht, so ein Ding zu befestigen. Wird im Prinzip hier, weil wir hier noch eine leichte Kante haben, den Übergang werden wir auf jeden Fall noch spachteln. Das heißt, wir werden in dem Bereich, also von hier bis hier, Spachteln noch ziehen. Das werde ich Ihnen auch zeigen, wie das funktioniert. Und dann werden wir das einmal richtig schön noch glatt schleifen, dass wir dann hier eine schöne OEM-Optik auch bekommen. Das heißt, dass es aussieht wie original. Also ich wollte jetzt keinen fetten Aufsatzspoiler oder so haben, sondern so ein Ducktail, das ist schön dezent. Der ist dann ungefähr 6-7 cm höher als die Original-Heckklappe. Und das kommt schon echt gut, muss ich sagen. Stoßstange hängt da irgendwo, die Front- und die Heckstoßstange, genau. Die müssen auch noch nachbearbeitet werden, ist auch beides GFK. Die Radläufe sind ja verbreitert schon soweit, die müssen dann halt entsprechend der Stoßstange noch angepasst werden. Und das machen wir alles in dem Winter, das machen wir. Was haben wir noch? Ja, meine Heizung funktioniert nicht. Keine Ahnung, ist glaube ich der Temperaturfühler im Arsch. Das ist so ein 30 kW Heizgebläse, aber es ist alles halb so wild. Was haben wir noch? Keine Ahnung, auf jeden Fall liegt hier vieles rum. Das muss jetzt erstmal alles weg. Ich fange jetzt einfach mal an und wir sehen uns gleich dann wieder. Schon mal fünf Reifen sind schon oben. Ich würde sagen, weiter geht's. Zweitausend Jahre später. Der nächste Tag war doch ein bisschen mehr zum Aufräumen. Außerdem habe ich direkt den Mazda auf Böcke gestellt, sodass der halt ein bisschen höher steht. Jetzt kann ich auch vernünftig drumherum laufen. Ich habe gestern auch schon mal ein bisschen mit WD-40 gearbeitet, überall mal ein bisschen was draufgespült auf alle Schrauben und so weiter, weil dann werde ich auch ein bisschen was zerlegen müssen. Und bevor mir das alles irgendwie abreißt, dachte ich mir einmal WD-40 drauf und gut. Heute werden wir auch mit dem Zünderkopf gleich noch ein bisschen weitermachen. Aber ich will jetzt erst noch ein bisschen Temperatur hier reinkriegen. Und zwar mein Heizgebläse ist kaputt. Irgendwas mit dem Thermoelement, glaube ich. Und deswegen habe ich jetzt ein neues bestellt und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. So, das ist das Gerät. Heizgebläse von Rowi. Er hat irgendwie 25 kW oder sowas. Und zwar haben wir nämlich hier dann das Problem, dass das hier dieses Thermoelement ist. Das sitzt eigentlich hier drin und hier drin. Das heißt, es guckt hier unten raus. Ich schraube das jetzt schon mal direkt raus. Und gibt halt im Prinzip ein Temperatursignal hier weiter. Und ja, entsprechend soll das dann halt
den Gasfluss offen halten. Scheinbar funktioniert das aber nicht so vernünftig, weil das Ding hier wurde schon mal getauscht, so wie es aussieht. Denn das Gewinde hier passt gar nicht. Wir haben hier ein M8er Gewinde und das ist aber so eine M9er Überwurfmutter. Und das hat mich jetzt letztens schon gewundert. Hat mich überhaupt gewundert, dass das überhaupt funktioniert hat. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie rausgesprungen, keine Ahnung. Und deswegen funktioniert das ganze Gedöns hier nicht mehr. Ich habe hier was bestellt. Und zwar ist das hier so ein Universal-Thermo-Element. Irgendwie, keine Ahnung, so ein China-Teil von Amazon. M8er Gewinde mit Überwurfmuttern schon dabei. Kostet, keine Ahnung, 10, 12 Euro oder so. Sieht auf jeden Fall gut aus. Deswegen bauen wir den jetzt aus und bauen den mal ein und gucken, ob jetzt danach das Ding auch wieder funktioniert, weil jetzt kommt der Winter und das wird echt ein bisschen unangenehm, wenn ich hier die Halle nicht aufheizen kann. So. Denkt natürlich immer daran, wenn ihr sowas benutzt, für genügend für genügend Luft zu sorgen. Ihr solltet das nicht in geschlossenen Räumen nutzen natürlich. Deswegen mache ich das immer so. Ich mache einmal eine Stoßbeheizung, würde ich sagen. Dann lüfte ich einmal schnell durch, wenn ich das ausgemacht habe, und mache das Tor dann wieder zu, damit nicht allzu viel Wärme verloren geht. Das ist so der Plan. Jetzt gucken wir mal hier das neue Dingen. Nehmen wir hier mal raus. So, und im Endeffekt sieht das jetzt so aus. Ziemlich ähnlich zu dem Teil, was wir ausgebaut haben. Das ist der Fühler. Der kommt hier vorne einmal durch. Oh, das sieht so aus, als ob ich das durchschrauben könnte. Deswegen mal versuchen, leicht mal aufbiegen. Versuchen wir den mal hier so reinzudrehen. Ah, siehst du, der andere, der ist nämlich einfach so da durchgefallen. Und den können wir hier schön so reindrehen. Das war natürlich aber jetzt ziemlich blöd, was ich gemacht habe. Und zwar muss natürlich vorher die eine Kontermutter hier drauf. Das sehen wir nochmal raus. So, eine von den beiden Kontermuttern. Die eine kommt hier oben, die andere kommt unten dran. So. Zack. So, und jetzt nochmal rein die ganze Geschichte. Ist natürlich interessant zu wissen, wie weit der jetzt unten reinguckt. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit der reingucken muss. Das ist einfach noch mal ein bisschen tiefer schrauben. So, das müsste eigentlich reichen. Im Endeffekt von unten jetzt gegenkontern. Unten die hier drauf. Und da ja hier keine Last drauf ist, reicht das, wenn man das alles handfest anzieht. Und dann geht es darum, das Teil hier so zu biegen, dass wir halt hier unten dann reinkommen. So würde ich jetzt einfach mal behaupten, wie ist es am einfachsten. Ich drehe den noch einmal und ich gehe dann so rein. Das heißt, ich biege den jetzt hier vorsichtig. Und dann gehe ich ja so gerade hier rein, würde ich sagen. So. Jetzt mal gespannt, ob das Gewinde jetzt auch passt. Wie weit geht denn das rein? Oh, das geht echt nicht weit rein. Bin ich froh sein, wenn ich eine Umdrehung schaffe. Oh ja, noch eine zweite. So. So. Zack. Jetzt mal eine Zange nehmen. Und dann versuchen wir das mal ein bisschen hier anzuziehen noch. Jetzt noch Spiel drin. So,
ist auf jeden Fall jetzt fest. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich würde das Ding jetzt einfach mal so laufen lassen. Gucken, ob der anspringt. Die Sache war nämlich die, ich konnte ganz normal starten, während ich hier hinten den Gaszufuhr geöffnet habe, einmal über den Piezo gezündet habe. Aber sobald ich die Gaszufuhr losgelassen habe, ist er ausgegangen. Und das Teil ist halt im Prinzip da, hier zu signalisieren, oh, ich bin warm, ich halte jetzt die Gaszufuhr offen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie über so ein thermisches Verschiebesystem oder sowas, wo er eben hier im Prinzip Gas rein, hier öffnet er oder hier hält er dann im Prinzip so ein Ventil offen, sodass das Gas hier ganz normal weitergehen kann. Ja, deswegen würde ich sagen, einmal Gas auf und einmal testen. Beziehungsweise ich brauche eine Verlängerung, ich brauche erstmal Strom hier. So, dann drehen wir hier mal das Gas auf. Ist gut. So, machen wir den Lüfter an, das wird jetzt ein bisschen laut, deswegen kann sein, dass ihr mich gleich nicht versteht. Aber im Prinzip an. Gaszufuhr öffnen. Den wir gleich mal rausholen. Und jetzt heißt es im Normalfall 30 Sekunden die Gaszufuhr offen halten, bis sich das Thermoelement erhitzt. Und dann müsste der eigentlich von alleine die Gaszufuhr offen halten. Auch schön warm. Ich probier's mal. Okay. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit. Keine Ahnung. Ich habe gerade keine Lust, mich den halben Abend jetzt hier dran zu setzen. Also ich wüsste sonst nicht, was ich hier noch machen soll. Keine Ahnung, muss mal weiter gucken. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee, habt ihr irgendwie Erfahrung mit so einem Gerät? Ich wüsste jetzt sonst nicht, was ich jetzt hier großartig noch prüfen sollte. Eventuell das Ventil, mal gucken. Ja. Ich weiß nicht, also wir machen jetzt erstmal mit einem anderen Thema weiter, da gucke ich später halt nochmal. So, weiter geht's hier mit dem Kopf. Ein bisschen drehen hier. So. Sieht man das hier gut? Scheint man gut zu sehen. Ja, keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Zwar wurde mir jetzt gesagt, eventuell mit einem Kleinbohrer einmal versuchen, richtig durchzukommen. Ja, und dann mal weiterschauen. Also das Loch in der Mitte halt immer größer zu machen, sodass der Kern dann halt raus ist und dann nochmal versuchen, das rauszudrehen. Ne, deswegen versuchen wir jetzt einfach mal weiter hier in der Mitte durchzubohren. Ich habe jetzt einen Dreierbohrer genommen. Gucken wir, wie weit wir damit kommen. Jetzt habe ich auf Schlagen. Zack, so. Abgebrochen. Da ist der Bohrer einfach abgebrochen. Und ich habe noch nicht mal fest drauf gedrückt oder so, ne? Obwohl das eigentlich schon echt gute Bohrer sind, die ich hier habe. Also die waren gar nicht mal so günstig. Und dass er jetzt direkt nachgegeben hat, das tut mir ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Ich komme jetzt gefühlt durch.
weggebrochen. Ah, ich muss mal was überlegen. Ne? So, Freunde, es ist soweit. Wir haben ein Loch. Also wir haben jetzt hier endlich mal ein Loch drin. Ich zeige euch jetzt mal, was ich genau meinte. Und zwar hängt da nämlich jetzt dieser abgeranzte Sechskant drin. Da eigentlich kein Sechskant mehr ist, aber das ist extrem, da war es vielleicht einmal kurz. Das ist extrem schwierig zu zeigen. Also ich hoffe, ihr versteht mein Problem, was es denn jetzt gewesen ist. Beziehungsweise wir sind ja noch nicht durch mit dem Problem. Und ich wusste mir jetzt auch nicht anders zu helfen. Natürlich hätte ich das zum Motoreninstandsetzer geben können. Aber der hätte wahrscheinlich genauso rumgefuscht oder keine Ahnung was gemacht. Auf jeden Fall habe ich es wenigstens selber versucht. Und die Leute, denen das halt nicht gefällt, die haben halt Pech gehabt. Das interessiert mich auch nicht. Fakt ist, ich habe da jetzt zumindest ein Loch drin und jetzt kann man weiterarbeiten. Jetzt kann man versuchen, das Teil, die Gewindehülse jetzt nochmal vernünftig rauszudrehen. Müssen wir jetzt mal probieren, ob wir das jetzt hinbekommen. Und danach geht er sowieso zum Instandsetzer, weil ich muss ja den Dichtsitz irgendwie plan kriegen wieder. Das heißt, ich muss den Dichtsitz fräsen. So ein Werkzeug habe ich ja nicht. Ne? Das nutzt man normalerweise bei Glühkerzen auch. Da werden dann die Dichtsitzflächen gefräst. Ne? Im, keine Ahnung, Zehntel, Hundertstel Millimeter Bereich. Damit die wieder plan sind, damit die Glühkerze oder der Injektor zum Beispiel, das macht man bei Injektoren auch, dass die wieder plan sitzen. Das wird hier im Prinzip derselbe Fall dann später sein, damit die Zündkerze natürlich dann am Ende auch vernünftig abdichtet. Außerdem muss der ganze Kopf vernünftig gereinigt werden. Ja. Das dazu. So, ich würde sagen, wir machen irgendwie weiter. So, jetzt haben wir das ja hier gelöst. Ich versuche jetzt einfach nochmal, ob ich das Ding hier rausbekomme mit dem Schlagschrauber. Eher nicht. Aber ist ja alles halb so wild. Fakt ist, das Loch ist drin. Also, ja, genau, das Loch ist drin. Im nächsten Schritt würde ich jetzt einfach so weit aufbohren, wie es geht. Eventuell mit einer kleinen Säge versuchen, hier noch Kerben reinzuschneiden und das Ding da rauszubröckeln. Oder halt wirklich Übermaß aufbohren, Helikoil rein. Und dann wäre die Geschichte durch. Aber das will ich jetzt noch hier haben. Das möchte ich soweit raus haben, dass wenn der zum Motoreninstandsetzer geht, nur noch von der anderen Seite schleifen muss. Also ich muss mir jetzt da noch was einfallen. Ich muss noch gucken, ob ich überhaupt so einen großen Bohrer hier habe. Aber ich meine, beim letzten Mal hatte ich doch schon keinen gehabt. Der Bohrer hier gleich noch verbrennt, ey. So. So. Zündkerze ist raus. Ich habe jetzt alles noch mal ein bisschen aufgebohrt. Soweit. Das Tagesziel erreicht, würde ich sagen. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, jetzt haben wir hier das Loch drin. Es geht jetzt darum, ja, im Prinzip. Ich könnte jetzt natürlich ein Helicoil einsetzen, aber das wird keinen Sinn machen, weil ich keinen
Dichtsitzfräser habe. Und zwar müssen wir natürlich den Dichtsitz von der anderen Seite eh fräsen. Deswegen werde ich den Kopf jetzt bald zu einem Motoreninstandsetzer geben. Der soll dann einmal im Prinzip das Loch richtig aufweiten. M14 Helicoil rein, damit dann im Prinzip die alte die neuen Zündkerzen da wieder reinpassen. Dann soll er den Kopf direkt einmal komplett sauber machen, einmal auf Planheit überprüfen und einmal nur kurz so drüber schleifen, damit hier so die ganzen Reste wegkommen. Ja, und dann ist er eigentlich wieder bereit, um den zusammenzubauen. Ich würde sagen, sehr gut. Ich bin zufrieden. Hier, die Heizung, die funktioniert immer noch nicht. Also ich habe es gerade mal kurz probiert, aber die springt irgendwie nicht an, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Sonst, ich habe gerade noch einen Notfall reinbekommen. Da war ich gerade schon mal kurz jetzt da dran gewesen, habe mir einmal kurz reingeguckt. Wird sehr spannend. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Kommt dann irgendwann so kurz darauf. Da gibt es dann eine Fehlersuche, weil das Auto springt jetzt einfach nicht mehr an. Seid gespannt, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ciao.